Ich habe eine technische Probe gemacht. Gut, ja, es ist ja... Geben Sie mir keine Regiearbeit, ich kann es nicht vertragen, ich weiß alleine, was ich machen soll. Aber wir müssen ja wissen... Ja, technisch, aber nicht, wie ich es machen soll. Das mache ich alles alleine. Nein, nicht ganz. Doch, vollkommen alleine. Oder Sie stellen sich hin für mich und machen es. Sie wollen immer nur halbe Sachen, Sie haben einfach Schiss vor Konsequenzen. Sie kommen mir so wie ein Korinthenkacker vor, der hat nur Schiss davor, deswegen macht das nicht. Das finde ich, wenn Sie einen Erregten haben wollen, dann lassen Sie ihn erregt sein. Und sonst sagen Sie, es nicht erregt. Gut, ja, also. Ich kann ja... Also drehen wir es jetzt! Aber ich möchte nicht... Los, machen Sie sich die Kamera an und drehen den Scheißdreck runter! Die Kamera dreht jetzt nicht. Ich spiele das jetzt so, wie ich will und aus! Gut, wenn Sie endlich aufhören würden, mir ihre Hausfrauenanweisungen zu geben, sorgen Sie dafür, dass eine Szene... Sie sind kein Regisseur! Sie müssen bei mir lernen! Sie sind ein Anfänger! Ein Zwergenregisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich! Jetzt beleidigen Sie mich besser. Beleidigen! Beleidigen! Ich kann Sie gar nicht mehr beleidigen, als dass Sie mir Regieanweisungen geben! Allein das ist ja eine Beleidigung! Ich gebe Ihnen die Regieanweisung. Sie können höchstens zu mir kommen und sagen, Herr Moritz, glauben Sie! Auch David Lee hat das gemacht! Nein, und auch Brecht! Und Sie werden es auch tun, mein Lieber! Nein, das werden wir sehen! Ja, das werden wir ja sehen! Das werden wir ja sehen! Was David Lee gemacht haben, ist mir wurscht! Und nun Schnauze! Wir werden es nicht tun! Dann werden wir es ja sehen, ob Sie es tun. Sie machen das Falscheste, was Sie machen können. Sie benehmen sich so plump und so blöd und müssten eigentlich schon wissen, dass man mich ganz leicht behandeln kann, indem man nur vorsichtig mit mir umgeht. Und das haben Sie ja anscheinend zu hören bekommen. Sie benehmen sich so plump wie noch nie einer in meinem Leben bei der Arbeit. Sie stolpern von einem Angriff zu einem anderen Platz mal an und quatschen und quatschen und quatschen. Und Ihr Gehirn funktioniert nicht so schnell wie meins. Halten Sie die Klappe. Nein. Sie haben hier keine Funktion im Augenblick. Das ist meine Frau. Ja, das ist anders, das ist privat. Wir unterhalten uns doch über den Film. Wir unterhalten uns doch über den Film, oder? Sie unterhalten sich, ob mein Mann ein Regisseur ist oder nicht. Das kann ich äußern, wie ich will. Wenn Sie wüssten, wie Arbeit hier im Theater und im Film vor sich geht, da haben Leute schon tausendmal sowas einen dem anderen gesagt. Sie beleidigen mich hier privat. Was heißt Privatbeleidigung? Privatbeleidigung? Na, dann müsste ich ja dauernd beleidigt sein. Ich bin nicht privat beleidigt. Ich fühle mich gestört. In der Arbeit! Ja, aber was Brecht und Lien gemacht haben, ist mir Ihnen egal, weil Sie größenwahnsinnig sind! Und das müssen Sie ihm abgewöhnen, mein Lieber!